Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und habe schon vielen Menschen dabei geholfen, sich so zu organisieren und zu strukturieren, dass sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Besprechung mit vielen Teilnehmern gut organisieren können, effizient organisieren können. Darum soll es ja gehen. Und zwar geht es so darum zu schauen, haben denn eigentlich alle, die daran teilnehmen sollen, Zeit zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt die Besprechung plane? Und wie Ihnen Outlook dabei helfen kann, das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, wenn Sie andere Kollegen aus Ihrer Organisation zu einer Besprechung einladen möchten, dann tun Sie das am besten über Ihren Kalender. Zum Beispiel, indem Sie hier einfach in Ihrem Kalender mit Doppelklick einen Termin öffnen. Betreff ist Kundengespräch vorbereiten. Da müssen Sie sich vielleicht mit verschiedenen Abteilungen, Forschung, Entwicklung, Produktion, Werksleitung, Vertrieb, was auch immer, zusammensetzen, Einkauf. Ort ist natürlich wieder unser Raum Sylt. Der ist schön groß. Da können wir ausreichend Abstand halten. Und das dauert auch ungefähr eine Stunde. Ne, da kann ich noch dazu schreiben, um was es geht, was das Wichtigste ist. Sollte ich immer auch bei der Einladung zum Termin schon gleich eine Agenda dazu schreiben. Warum? Dann können alle Eingeladenen überlegen, welche Priorität dieser Termin bei Ihnen hat. Also manche Leute haben ja einfach von morgens bis abends Termine, Besprechungstermine, und müssen einfach auch mal Schwerpunkte setzen und sich auf das wirklich Wichtige fokussieren. Und es könnte der eine oder andere dabei sein, der dann sagt, nee, passt mir nicht, aber sowieso ist es so, dass mein Kollege ja da viel mehr im Thema ist und deswegen soll der mal da hingehen oder wie auch immer. Ja, also man kann da gleich mal eine Agenda dazu schreiben, wie auch immer da die einzelnen Punkte sind. So, jetzt kommen wir dazu, dass wir Teilnehmer einladen. Ich habe jetzt hier in meiner Schulungsumgebung nicht so eine große Auswahl. Ich wähle jetzt einfach den Max Muster. Der ist auch erforderlich. Man könnte auch noch optionale Personen mit einladen. In die Verlegenheit bin ich noch nie geraten, muss ich sagen. Und Ressourcen wäre dann sinnvoll, wenn Sie in Ihrem Unternehmen das so eingestellt haben, dass zum Beispiel Besprechungsräume auch eine E-Mail-Adresse haben oder auch der Beamer oder welche weiteren Medien man so ausleihen könnte, dass die da auch eine entsprechende E-Mail-Adresse haben. Das kann so weit gehen, dass man sagt, okay, bei dieser Besprechung wollen wir ja auch alle eine Kanne Kaffee, ein paar Kaltgetränke und ein paar Kekse, wie das halt immer so ist, mit auf dem Tisch haben. Und dann würde man als Ressourcen vielleicht auch die Küche mit hinzufügen. Dann sieht die nämlich gleich, aha, am Mittwoch von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr ist im Raum Sylt eine Besprechung mit drei Teilnehmern. Das sind alles interne und deswegen ist das klar, wie jetzt hier der Besprechungsraum mit Getränken und Keksen bestückt werden soll. Also das alles ist möglich. Vor allen Dingen finde ich das halt spannend, weil es ja doch auch Zeit spart und effizient ist, wenn gleich alle mit informiert sind. Auch wenn dann vielleicht der Termin verschoben wird, kriegst du die Küche auch gleich mit. Also finde ich eine super Lösung. Könnten Sie mal drüber nachdenken, wenn das für Sie irgendwie ein relevantes Thema ist. Also jetzt haben wir erstmal nur den Max Muster, weil mehr habe ich hier in meinem Schulungsaccount nicht drin. So, der wird halt eingeladen. Jetzt ist ja die spannende Frage, hat Herr Muster überhaupt Zeit? Ne? Und dafür gehe ich hier auf diese Schaltfläche Terminplanung und bekomme so eine Kalenderübersicht im Prinzip, wo aber die Tage nebeneinander sind mit den einzelnen Uhrzeiten. Da jetzt Max Muster nicht wirklich einen Kalender bei mir hat, sehe ich jetzt hier nur keine Informationen. Bei Ihnen im Büro wäre es so,
dass es genau so aussieht wie bei mir hier, dass man nämlich einen blauen Balken sieht, wenn jemand einen Termin hat. Außer Haus sieht man hier unten als Legende, ist lila, ne? Also wenn der Urlaub hat, wenn sie Urlaub haben, immer ganz wichtig, außer Haus eintragen, dann sieht man gleich, aha, der ist sowieso nicht da, brauche ich auch gar nicht nachfragen, ob es vielleicht doch geht, ne? Der ist im Urlaub, fertig. So, aber wenn jemand einen Termin hat, sieht man halt diesen blauen Balken. So, wann wollte ich den jetzt einladen? Jetzt habe ich mich ein bisschen vertüdelt hier. Okay, so, also ich sehe, alle haben Zeit frei, wunderbar. Kann ich den Termin ja, versenden und sagen, alles klar, geht los. Hier gehe ich wieder zur Schaltfläche Termin, senden, fertig. So, wenn ich jetzt aber sehen sollte, dass der Max Muster leider keine Zeit hat, muss ich ja einen anderen Termin finden. Ja, vielleicht sage ich mir, also 3. Juni wäre schon ganz gut, aber um wie viel Uhr passt es denn tatsächlich? Dann kann ich hier natürlich selbst rüber scrollen, aber das wird etwas nervig, wenn Sie 12 Teilnehmer bei einer Besprechung haben wollen. Dann werden Sie an einem Tag wahrscheinlich noch nicht so viel Glück haben. Das heißt, Sie müssen auch noch einen anderen Tag wählen. Und ich sage es mal so, das ist etwas mühsam, da einen geeigneten Termin zu finden. Das geht aber auch schneller, nämlich hier mit der Schaltfläche Autoauswahl. Wenn Sie dort draufklicken, dann werden Sie automatisch in den nächstmöglichen freien Termin, an dem alle können, die hier in der Liste mit drin stehen, hingebracht. Ja, das springt dieser Zeiger dann hin. Und das weiß Outlook eben, dass es eine Stunde dauern soll. So, und man würde den entsprechenden Zeitkorridor dann suchen. Das kann das Leben wirklich sehr viel einfacher machen, gerade wenn man viele Personen in der Besprechung mit haben will, die alle einen vollen Kalender haben. Das ist dann super. Es kann sein, dass das dann, wenn es wirklich schwierig ist und viele Abteilungsleiter dabei sind oder so, dass es dann erst im Herbst was wird. Da muss man tatsächlich doch nochmal gezielt gucken und sagen, naja, wen kannst du vielleicht nochmal anrufen und sagen, Mensch, ich sehe, du hast einen Termin, aber 90% der Teilnehmer können an dem Tag um die Uhrzeit, könntest du deinen anderen Termin vielleicht verschieben. Also sowas kann man ja immer auch mal versuchen herauszufinden und in die Verhandlung gehen. Vielleicht geht es dann doch. Aber ich finde halt einfach auch diese Schaltfläche Autoauswahl sehr gut, damit ich mir die Mühe nicht komplett alleine machen muss. Ja, das wollte ich Ihnen zeigen zum Thema Termineinladung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.